weil noch nie jemand in so einer Situation war. Vor 30 Jahren im Studium hat man in der Hygiene in dem Praktikum gelernt, dass es Epidemien geben wird. Und das sind physikalische Gesetze, die man leider nicht ausschalten kann. Wir wollen Sie nicht hören. Moment, ich bin hier der Veranstalter. Und ich möchte Ihnen eins sagen. Was vor 30 Jahren war, ist eine ganz andere Geschichte. Ja, und es ist traurig, dass Sie so sind. Aber wir haben hier genug Betroffene bei. Also die können besser berichten wie Sie. Dankeschön. Okay. Also. Zweiter Versuch vor etwa.